Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Heute geht es kurz um diesen neuen Helm, den ich habe. Ich hatte das schon mal gezeigt bei Instagram und bei Facebook, dass ich einen neuen Helm habe, dass ich ein bisschen umgebaut habe. Ein bisschen mit einem Special Willi Design customized habe. Und da kamen jetzt ein paar Fragen zu dem Helm. Deshalb ein kurzes Video für euch, dass ihr seht, was ist an diesem Helm besonders, was gefällt mir besonders. Und ich werde mal vergleichen mit einem normalen Standardhelm, den habe ich auch mit. Wo da der Unterschied ist, gucken wir uns gleich mal an. Alles klar? Okay, los geht's. So. Ich habe jetzt mal meinen Standard alten Helm mitgebracht, wie man ihn so kennt. Ne? Das ist so ein Standard 0815, sag mal, Feuerwehrhelm. Die sind ja nicht schlecht, die schützen ja auch schon. Hat da für mich ein paar Nachteile gegenüber den neuen von, ich kann es ja wohl sagen, Rosenbauer. Ich sage jetzt aber nicht das Modell, da gibt es verschiedene. Der allergrößte Unterschied schon mal für mich ist für ihn, auch gerade wenn man Einsatz ist, meistens nachts und Innenangriff und so weiter, schlechte Sicht. Ne, wir rücken ja meistens aus, wenn irgendwelche Probleme gerade Unwetter sind oder sowas, ist ja eine Lampe vom Vorteil. Und bei diesen Helmen hat man diesen Lampenhalter halt außen. Das heißt, das liebe ich ja so in dem Helm, wenn hier was drin ist nach einer Zeit, läuft man so durch die Gegend. Kennt ihr noch, ne? Galimero. So. Das nervt mich extrem, dass ich schon mal überlegt habe, Ausgleichsgewichte von Reifenhändlern zu holen, hier Blei reinzukleben, damit der Helm wieder gerade sitzt. So. Das ist schon mal das Schöne hier bei diesem Helm, ne? Weil ich habe hier das Licht hier oben in der Mitte. Das heißt, ich habe da keine einseitige Belastung irgendwie. So, zum Licht kann ich gleich mal kommen. Fange ich mal hier mit an. Das ist nicht standardmäßig auf den Helm, das kann man sich dazu nehmen, würde ich jedem empfehlen. Man kann hier, wenn man drauf tippt, verschiedene Modi durchschalten. Irgendwas 75%, jetzt ist es weniger. Und einmal richtig Helm mit Fokuspunkt. Und so kann man halt die Programme durchtippen. Wenn man gedrückt hält, 5 Sekunden, geht es aus. Oder 3 Sekunden irgendwie so, ich muss mal gucken. 2 Sekunden. Und wenn man so ein bisschen gedrückt hält, geht es an. Ne? Man muss also ein bisschen gedrückt halten. So. Standardmäßig, das ist auch ganz interessant gemacht, kann ich mal von nahen zeigen, hat man hier gar nicht so Schlitze für einen Schraubendreher, sondern mehr so für eine Münze. Das heißt, man kann mit der Münze aufmachen, da sind hier die Batterien drin, kann man wechseln und das hier wieder reinklippen. Ne? Die Lippe hier unten rein und ein bisschen runterdrücken, klick, fertig. Ne? Das ist schon mal der erste Vorteil gegenüber den anderen Helmen. Ich finde ihn natürlich ja, dass er noch andere Vorzüge hat. Das ist aber immer Geschmackssache. Das nächste Interessante ist eigentlich das hier. Die Helmverstellung haben viele Helme, ist jetzt nicht Rosenbauer der einzige, haben viele Helme, dass so eine komfortable Helmverstellung haben, damit der Helm auch mal schnell angepasst werden kann und AGT-Einsatzmaske, bisschen baut ein bisschen mehr auf, zack, zack, eingestellt. Ne? Gut. Visier ist bei dem alten Helm außen vorliegend. Bei diesem Helm liegt es innen. Das heißt, wir haben zwei Visiere. Einmal habe ich hier so ein Zusatzvisier, so ein kleines. Seht mal, wenn ich ihn aufgesetzt habe. Und einmal das Gesichtsschutzvisier. Ne? Einmal ist nur für die Augen und einmal also für den Augenbereich und einmal ist für das komplette Gesicht dieses Visier. Ne? Innen liegend. Das heißt, es stört irgendwie nicht, ist nicht so ein Aufbau. Gut. Das Design ist natürlich, ich hoffe, das gefällt euch, das würde mich mal interessieren, weil das könnt ihr mal gern kommentieren. Das Design ist jetzt ein bisschen von mir. Ne? Ich habe gesagt, komm her, ist ein schöner Helm, machen wir ein bisschen Werbung drauf. Schwarz und hier hinten natürlich, c'est moi, ne? Feuerwilli. Gut. Den werde ich jetzt in Ehren tragen und ein bisschen testen. Was ich auch super finde, ist diese ganze, die ganzen Innereien, die hier so sind in dem Helm. Die kann man hier wunderbar einstellen. Das heißt, man kann hier so eine kleine Klipse machen. Ich will jetzt nicht genau erklären, wie man das einstellt. Das ist ein umfangreiches Video. Da gibt es auch super Videos von Mitbewerbern auf YouTube. Und hier einfach muss man hier so kleine Klipse klippen. Und dann kann man das ganze Innenfutter hier raus, das ganze Innenteil hier rausnehmen. Ne? Lass ich jetzt mal kurz drin, aber dann kann man hier alles wunderbar einstellen. Man kann hier alles machen, tun. Habe ich für meinen Helm jetzt schon gemacht. Also für meinen, was heißt für meinen Helm? Für meinen Helm mit meinem Kopf. Jeder Kopf ist unterschiedlich. So, was einige an diesem Helm reklamieren, ist,
Ja, der ist so groß, ne? Die anderen sehen mehr aus wie Feuerwehrmann. Muss man immer selber entscheiden. Also erstmal finde ich den super bequem. So. Ne, wenn der richtig eingestellt ist, stört es nicht. Ich habe jetzt das Visier außen. Es darf nicht hier gegenkommen. Ne? So, dann habe ich das Innenvisier, kann ich beidseitig hier so noch so runterklappen. So. Und das zusätzlich. Ne? Das Visier soll letztendlich auch Funkenflug in diese Richtung oder Fremdkörperbeschuss in diese Richtung abhalten. So. Ne? Man hat hier die Lampe, wie gesagt, kann ich mal anmachen kurz. Zack. Und wieder aus. Ne? So. Das heißt, der wackelt nicht. Ich kann das hier fester stellen, loser stellen, also wie es halt angenehm ist. Also der packt den Kopf anders an, setz ihn mal auf. Ich selber bin Motorradfahrer, ich kenne eh nur solche Helme. Ne? Und deshalb finde ich das überhaupt nicht störend. Ne? Also für mich ist das bequem, super bequem. Also von innen ist hier echt ein Wohnzimmer. Das ist wieder der Unterschied bei manchen Stiefeln. Du hast Einserstiefel, da merkst du dann nach einer halben Stunde, dass du sie anhast. Oder es gibt andere Stiefel, da fühlt sich in einer halben Stunde noch wohler drin. Das gibt es halt auch. Ne? So. Achso, dann reklamieren manche, das nochmal ganz kurz, dass man da drin nichts hört. Bei dem Helm kann ich das nicht bestätigen, weil hier außen auch so eine Ausschalung, also eigentlich so eine kleine Aussparung eigentlich ist. Das heißt, die Ohren, wenn man genau guckt, seht ihr, wie viel Platz hier ist? Ne? Und also ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Ich kann mir den anderen Helm nochmal aufsetzen, ganz kurz. Zack. Also, ne, da habe ich ja, na gut, der Verschluss ist natürlich, kann man sich vergleichen. Aber, ja, hört man da jetzt wirklich besser? Ich glaube es nicht. Aber das werde ich in der Praxis testen. Da fällt mir gerade auf, dass ich meine Zugführerstreifen eigentlich mal rübernehmen kann. Willi, ne? Steht hier innen auch drauf. Ja, was möchte ich noch dazu kurz sagen? Ich möchte dazu sagen, dass hier innen drin alles so schön gefüttert ist. Das kenne ich von meinem Helm sonst nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Es gibt natürlich auch diese klassische Bauform auch schon ein bisschen moderner. Ne? Da sind jetzt hier, das sind jetzt nichts Außergewöhnliches vielleicht bei manchen. Ich finde die Verstellung, hier ist nichts, was rumbammelt. Hier hat man so Enden mit Klett. Ich liebe Klett in dem Fall. Hier ist alles so mit, so dass ihr gut sehen könnt, hier mit Bändern verstellbar. Ja, diesen Nackenschutz ist hier so mit Stoff. Da gibt es auch verschiedene, die man nehmen kann. Und ja, man kann hier wirklich alles einstellen. Hier könnt ihr auch nochmal sehen, nur mal auf die Schnelle. Hier habt ihr so eine Schraube, da könnt ihr zum Beispiel das Visier, das gesamte Teil nach vorne, hinten verstellen. A, B, C, kleine Köpfe, große Köpfe und so weiter. Ne? Ja, ich finde das eigentlich selbsterklärend und er soll leicht. Ich kann nur empfehlen, setz mal den Helm auf, nehmen andere Hersteller, setz ihn mal auf. Ich finde es jetzt wirklich cool. Ist zwar keine Werbung, ihr habt mich nur gefragt. Deshalb kurz hier nochmal zu dem Helm. Nicht, dass euch wundert, wenn in den nächsten Videos der Willi halt immer damit stolz rumläuft wie so ein Gockel, ne? Yes! Soweit zu dem Helm, kommen wir zum nächsten Film. Ich habe noch ein bisschen was mit euch vor. Weiter geht's. Bis dann.